Zoo-Horror in Zürich. Am Samstag greift Tiger Irina ihre Tierpflegerin an. Aus noch unerklärten Gründen befanden sich sowohl eine Tierpflegerin als auch unsere Tigerin in der gleichen Anlage. Die Tierpflegerin wurde von der Tigerin angefallen und verstarb trotz Reanimationsversuchen seitens der Sanitäter noch am Unfallsort. Besonders brutal, mehrere Besucher, unter ihnen ein Kind, werden Zeuge des tragischen Vorfalls. Augenzeugen wurden gestern und werden auch zukünftig durch das Care-Team der Stadtpolizei Zürich betreut. Einer der Zeugen des Angriffs alarmiert gegen 13.30 Uhr andere Zoo-Mitarbeiter. Die locken zunächst Tigerdame Irina aus dem Gehege. Die Hilfe für ihre Kollegin kommt aber zu spät. Die Pflegerin stirbt noch vor Ort an ihren Verletzungen. Die Tigerin, die konnte gut separiert werden in eine andere Anlage. Da warten wir jetzt einfach alles Weitere ab, auch was den finalen Untersuchungsbericht der Polizei angeht. Und dann wird alles Weitere beschlossen. Ein noch relativ junges Tier, ist 2015 erst in Dänemark geboren, seit letztem Jahr, Juli letzten Jahr bei uns im Zoo. Eine ganz normale junge Tigerin, keine Auffälligkeiten in dieser Hinsicht. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Angriff kommen konnte. Eigentlich dürfen Pfleger und Tiger in dem Zoo nie im selben Raum sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu den Hintergründen.